Meine Freunde, und herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 19 auf der Ravenport, Folge 37. Oh, wir spielen hier gerade mal eine kleine Runde mit dem Hund. Ein bisschen streicheln. Irgendwie konnte man, glaube ich, auch einen Ball werfen, ne? Haben wir nicht so? Keine Ahnung. Wir nehmen ihn immer mit. Lassen ihn ein bisschen hinter uns herlaufen. Komm, komm, Fifi. ja, wir haben gestern unsere Felder ja erstmal fertiggestellt soweit. Und haben uns somit ein kleines bisschen Luft verschafft. Was heißt, dass wir uns mal darum kümmern können, dass wir endlich Schafe an Start bekommen. Dazu kaufen wir uns den Betimax Trailer jetzt mal für 24.000. Dann haben wir noch 77 über. Achso, ja. Dich können wir jetzt nicht mitnehmen zum Shop, leider. Du musst bitte wieder zurückgehen, Hündchen. So, ich gehe mal von aus, der schafft das. Ziehen mal eben nur andere Reifen auf. Und natürlich hauen wir auch mal gleich die Wendeschaltung an, die wir jetzt hier haben. Da gab es ein Update und jetzt haben wir endlich die Wendeschaltung, wo ich ja so lange drauf gewartet habe. Zustand, reparieren, ne, brauchen wir noch nicht, aber konfigurieren. Nehmen wir die Breitreifen mit. Jawohl. Für das Gerät 1000. Was? Nein. Haben wir die noch nicht gekauft gehabt? Dann nehmen wir die Standardreifen, die locker reichen. Kostet nämlich kein Geld. Alles klar. Waschen sollten wir die Fahrzeuge vielleicht auch mal demnächst. So, dann flitzen wir mal eben zum Shop runter, holen uns den Anhänger. Und die ersten 10 Schafe, die wir dann auch direkt versorgen sollten. Ich glaube, wir können auch jetzt noch gar nichts da reinkippen. Ein Wasserfass müssen wir uns auch noch holen. Oder haben wir das schon? Nee, ach, das haben wir ja schon. Das haben wir vor ein paar Folgen ja schon geholt. Fällt mir ja gerade wieder ein. Das steht da nämlich auch schon. Was wir nur noch nicht haben, ist, glaube ich, ein Wassertrigger. Den Hydranten habe ich, glaube ich, jetzt immer noch nicht gesetzt. Ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir den... Ne, ich sehe da keinen. Also den Hydranten müssten wir nochmal setzen. So, dieses Auto hier in der Kurve, das steht so ungünstig. Ja. Mensch, da können wir uns jetzt endlich mal was gönnen. Da sind wir zwar wahrscheinlich auch gleich wieder pleite. Aber wir können auch dann mal zwischendurch gucken. Ich glaube, wir haben noch was an Soja zu verkaufen im Lager. Was wir auch noch machen könnten, damit wir uns noch ein paar mehr Schafe holen können. Ich glaube, die 80 Schafe, die da reinpassen, werden wir wahrscheinlich nicht ganz zusammenbekommen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was ein Schaf kostet, aber irgendwas um die 2000 oder 3000 waren es. Werden wir aber gleich rausfinden. Und wir können ja schon mal gucken, wo müssen wir denn überhaupt anschließend hin? Wo ist der Tierhändler? Da oben. Also müssen wir beim Shop rechts rausfahren und die Straße noch weiter hoch. Natürlich auch ein weiter Weg. Oh, oh. Ungünstig. Ungünstig, das hatte ich nicht vor. Entschuldigung. Was schlechter hier rum. So. Ja, keine Ahnung, modtechnisch habe ich jetzt nochmal ein bisschen rumgesucht, ein bisschen was gefunden. Wie gesagt, wir haben die Wendeschaltung jetzt mittlerweile dabei, wo ich mich sehr drüber freue. Obwohl ich habe mich mittlerweile jetzt so damit angepasst eigentlich, einfach auf der Bremse stehen zu bleiben, man fährt rückwärts, dass ich im Moment gerade schon wieder gar nicht richtig klarkomme. Aber ich weiß halt einfach, dass es genau das ist, was ich immer haben wollte mit der Wendeschaltung. Eigentlich fehlt mir jetzt noch das automatische nach hinten gucken wieder. Dann sollte ich auch mit den Grundlagen erstmal wieder komplett zufrieden sein. Ja, dann haben wir ja, einige an Dekokram habe ich neu. Moment mal. Nee, da müssen wir nicht hin. Wir müssen hier hin. Einiges an Dekokram habe ich, Zäune und sowas, auch Schranken. Die Schranken werde ich nochmal bei Gelegenheit
wenn wir auch ein bisschen Kleingeld über haben. Jetzt fahre ich schon wieder am Shop vorbei. Ich bin irgendwie komplett falsch gefahren. Ja, komm, was soll's. Ich fahre jetzt hier im Berg runterfahren, die nächste rechts wieder rein. Bin eine zu früh abgebogen. Das hat mich komplett aus dem Konzept geworfen. So, wenn wir das bisschen Kleingeld über haben, würde ich gerne die Schranken vorne an den Hof nochmal platzieren. Einfach der Optik wegen. Und sie gehen auch, glaube ich, auf, wenn man sich denen nähert. So, da haben wir das gute Stück. Jetzt doch rückwärts schalten. Hab schon wieder drauf gewartet, denke, warum fährt er nicht? Warum fährt er nicht? Aber so. Dann gönnen wir uns jetzt die ersten 10 Schafe. Dazu müssen wir welche? Die erste hier unten? Ne, wir müssen da oben raus. Quasi die Straße, wo wir, glaube ich, gerade eben lang gefahren sind. Genau hier lang. Ja, Mensch, ist doch schön. Dann sollte doch die Wolle auch demnächst unsere nächste Einnahmequelle sein. Ach, vielleicht hätten wir doch den Johnny nehmen sollen, wenn wir hier bergauf fahren müssen. 10 Schafe, ich weiß nicht, was so ein Schaf wiegt. 200-300 Kilo. Ist ein Schaf so schwer? 300 Kilo wohl nicht, aber irgendwas so um die 100 Kilo kann ich mir schon vorstellen. Ist das jetzt hier der Viehhändler? Ja, wir müssen hier rechts rein. Glaube ich zumindest. Wenn ich jetzt gleich erstmal weiß, wo der ist, dann geht es beim nächsten Mal auf jeden Fall auch schneller. So, ist jetzt direkt hier schon. Das ist ja praktisch. Das sieht ja lustig aus. So. Schafe. Was haben wir denn? Wir haben Schaf weiß, Schaf braun, Schaf schwarz und weiß, Schaf schwarz. Sind 1, 2, 3, 4. Weiß, braun, schwarz, weiß, schwarz. Ja. Dann holen wir uns von jedem erstmal 10. Was? 1, 5. Na, da können wir erstmal ordentlich einladen. So wie. Wie? Anhänger ist voll. Bestätigen. Kostet uns 15.000. Das ist ja ein Witz. Jetzt haben wir auf jeden Fall Schafe drin. Sie stehen drin. Dann fahren wir mal wieder nach Hause, ohne dass wir hier drin umkippen. Mal auf die Karte gucken, was wäre jetzt. Wir könnten den Feldweg, es bringt uns auch nichts. Haben uns aber auch blöd da oben hingesetzt. Das sind natürlich jetzt jedes Mal extreme Wege hier. Aber das habe ich mir so ausgesucht. Damit muss ich jetzt leben, dass wir jedes Mal so weit fahren müssen. Mein theoretisch, wenn so ein Schaf echt nur 1500 kostet, könnten wir uns die sogar liefern lassen. Aber dafür habe ich jetzt nicht gerade 26.000 ausgegeben für den Anhänger, den wir irgendwann später sowieso mal brauchen. Aber ja, wenn wir sie jetzt liefern lassen, haben wir eh nichts mehr zu tun. Also von daher nutzen wir die Zeit doch. Fahren wir mal ganz gemütlich mit denen nach Hause. War schon wieder falsch. Das ist doch unfassbar. Ja, aber ich komm auch da an, wo ich hin muss in etwa. Ich hätte jetzt hier auch links runterfahren können.
Ja, ich hätte da links runterfahren können. Dann wären wir wieder auf dem richtigen Weg. Das ist sogar der bessere Weg. Wo fahren wir das nächste Mal? Dann sparen wir uns eine Ecke. So müssen wir jetzt bis nach ganz oben fahren, links abbiegen und dann sind wir gleich da oben an der Schranke. Ist halt schwer, wenn man die Karte nicht kennt, sich erstmal an alle Wege wieder zu gewöhnen. Ich stelle mich da sowieso immer ein bisschen dusselig an und tue mich schwer damit. Wenn ich Wege erstmal kenne, dann kenne ich sie auch. Dann ist das kein Problem. Wir könnten hier jetzt sogar runterfahren. Das machen wir auch mal eben. Ich hoffe, geht's euch noch gut. War gerade eine harte Kurve. Bremsen wir mal ein bisschen, damit die sich keine Beine brechen da hinten drin. Das wollen wir ja nicht. Ey, vorwärts. War der falsche Knopf. Wollte doch nur den Tempomat ein bisschen hochschrauben. Bin nur am Überlegen, ob ich die Wendeschaltung nicht mal woanders hinlege. Ich habe die zurzeit auf der Konsole auf diesem Drehrad. Sprich, nach vorne ist vorwärts, nach hinten drehen ist rückwärts. Da das jetzt die neue Konsole ist, rastet dieses Rad auch noch relativ gut ein. Ich hatte das Problem bei der alten Konsole, die immer hier auf der rechten Seite war, dass das so ausgeleiert war und zwischendurch einfach mal wieder dann zurückgeplöppt ist oder so. Da habe ich mich ja tierisch drüber geärgert. Ich überlege, solange wie wir noch keine Getriebe-Add-on haben. Wobei das Blöde der Nachteil ist einfach, wenn wir es dann haben, dann habe ich mich wieder an irgendwas gewöhnt, was ich dann umstellen muss. Aber solange wir kein Getriebe-Add-on haben, ob ich nicht einfach die Schaltpedals am Lenkrad nehme für vorwärts und rückwärts. Wäre auch eigentlich verdammt praktisch, aber wie gesagt, haben wir dann das Getriebe und ich möchte gerne mal schalten, dann muss ich mich wieder komplett umgewöhnen. Und ich sehe ja, wie schwer das gerade jetzt schon ist, alleine nur mit dem mit der Wendeschaltung. So, okay. Dann einmal abladen. Alle Schafe raus. Die Anhänger ist voll. Das halte ich für ein Gerücht, denn die sind jetzt alle im Hof. Wir haben unsere ersten 10 Schafe, Freunde. Yay! Yay. Warum? Ach so, ich habe wieder vergessen. Ich habe wieder vergessen. So. Schäfchen. Sehr schön. Dann schnappen wir uns jetzt. Ach so. Shop. Erstmal Motor aus. Jetzt brauchen wir nämlich einen kurzen Moment. Diverses. Den Hydranten haben wir noch nicht. Dann nehmen wir den jetzt und platzieren den irgendwo hier hin. Ich fände es tatsächlich eigentlich sogar ganz praktisch, wahrscheinlich hier einfach auf die Ecke. So, nee, ich wollte nicht mich drehen, ich wollte den Hydranten drehen. Und zwar so. Nicht, dass er da reinbackt. So. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall den Hydranten. Da ruft der Anton gerade an. Grüße gehen raus an dich, Anton. Ich melde mich dann, wenn ich fertig bin bei dir. So. Jetzt sollten wir uns auf jeden Fall mal schnell darum kümmern, dass sie erstmal Wasser bekommen. Und, unser Gras, was wir gemäht haben, holen wir mal hierher. Füttern die erstmal ein bisschen, dass sie eine Grundlage haben zum Fressen, um bis wir wieder zurück sind mit den anderen 80 Schafen. So, vorwärts. So, während der sich auffüllt, schnappen wir uns mal unseren Johnny. Machen einen Kipper.
Wobei ein Kipper wahrscheinlich so viel zu viel sein wird, aber wir machen jetzt mal einfach einen voll. Wir können es dann ja wieder hierher bringen. Hier rum, ran. Ach, die stehen andersrum, die Anhänger. Das nach hinten gucken fehlt mir einfach komplett. So, auch hier machen wir mal die Wendeschaltung an. Handbremse haben wir jetzt quasi auch. Die ich tatsächlich im Moment auf einen der Schaltpedals habe, wo ich immer überlegt habe, ja, beziehungsweise, stopp, 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 weniger quatschen oder also doch viel quatschen, aber auch dran denken, was man vorhat. Hafer, Raps, Soja. Wir haben 43.000 Liter Sojabohnen, das ist nicht schlecht. Gras. Da hauen wir mal. Ach, wir machen voll. Wer weiß, wie viel wir hinterher brauchen. So. Ja, Handbremse. Handbremse habe ich eigentlich Bock drauf, die jetzt dahin zu legen, wo der Tempomat ist. Und zwar auf die dritte, aufs dritte Fußpedal. Aber gerade mit dem Tempomat habe ich mich so arrangiert und ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man den über den Fuß aktivieren kann. Da ich sonst auch, ich habe zwar noch fast eine ganze Konsole frei an Knöpfe, aber die meisten Sachen sind wirklich, bedient man während der Fahrt, während man also mit einer Hand am Lenken ist. Und da habe ich das Panel zur rechten Seite, das ist schon eigentlich ratzevoll. Da kann ich kaum noch was drauflegen. Also ich kann nicht da nichts mehr drauflegen, weil sich vieles überschneidet dann. So, da sind wir schon. Jetzt müssen wir einmal gucken. Futter scheint hier vorne hinzugehen. Nicht? Nicht? Warum nicht? Habe ich nicht getroffen? Abkippseite links. Jetzt habe ich. Mal, es muss also sogar die Abkippseite mittlerweile stimmen. Das ist ja auch cool. So, das waren schon mal 4000 Liter. Hätte ich da eigentlich noch gleich stehen lassen können. So wie er stand. Machen wir gleich, ich stelle den jetzt erstmal hier ab. Gib das Wasser hier rein und dann, wenn der gleich aus dem Weg ist, kann ich hier auch vernünftig anfahren. Oh, so nicht. Und auskippen. Ja, das läuft. Wasser ist auch genug da, sehr schön. Okay, dann haben wir jetzt die ersten 10 Schafe geholt, die mal kurz versorgt, so dass auch für alle weiteren Fressen da ist, die jetzt gleich dazukommen. Haben wir ja was, ge ja, was geschafft, ist eigentlich gut. Wir haben 10 Schafe gekauft in fast 20 Minuten. Wow, aber gut, bei den Fahrtwegen ist das leider so. Wir werden morgen weitermachen mit Schäfchen holen. Nee. Wir machen morgen weiter mit Schäfchen holen und versorgen. Wobei. Doch, machen wir. Wir holen morgen die Schäfchen weiter. Ich habe nämlich gerade eben überlegt, ob ich nicht eventuell einfach einen Cut setze und das Ding mal vollrotze. Nee, finde ich gerade uncool. Machen wir vielleicht morgen zwischendurch mal irgendwie einen kleinen Cut rein oder im Schnelldurchlauf gucken wir mal, was wir, wie ich mir es morgen einfallen lasse. Aber da wir jetzt schon die 20 Minuten voll haben, bringt es ja nichts, hier jetzt noch mehr dran zu klatschen. Wir sind 5 Minuten eigentlich schon drüber. Deswegen bedanke ich mich natürlich wieder ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid und zugeschaut habt. Lasst doch gerne ein Däumchen da. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, reingehauen.